Hallo und herzlichst willkommen auf der Strecke Nachteburg-Randstadt. Das Signal schaltet auf grün, sobald die S-Bahn vorbeigefahren ist. Dann haben Sie Freifahrt bis Nachteburg-Güterbahnhof. Ja, das klingt ja schon mal wunderbar. Unser Auftrag heute mit der Baureihe 185, heute sogar in Doppeltraktion, die erste Lokomotive von Crossrail, hier auch mit dem schönen Schweizer Kreuz. Und mit der zweiten Lokomotive von DB Schenker Green Cargo müssen wir einen schweren Sandzug nach Nachteburg bringen. Nach Randstadt geht's. Unsere Fahrt beginnt in Nachteburg Hauptbahnhof und endet voraussichtlich in Randstadt im Güterbahnhof Gleis 104. Dort vorne kommt auch schon die bereits angekündigte S-Bahn. Die wird gleich an uns vorbeifahren. Und wir springen direkt in die Lokomotive vorne hinein und rüsten unseren Zug, soweit es geht, auf. Das Licht schalten wir unserem Führerstand schon ein. Das meiste ist auch schon aufgerüstet, muss man dazu sagen. Wir schalten uns die PZB hinzu. Die SIFA. Die PZB heute in der mittleren Zugart. Und die LZB, sobald die PZB aktiviert ist. Ja, immer der Prüflauf. Dann der Fahrtrichtungswender kann in Vorwärtsstellung. Die Bremse ist noch angezogen. Wir möchten allerdings noch die AFB haben. Schalten wir uns auch noch ein. Stellen wir auch schon auf 40. So wie es der Fahrplan sagt. Bremse lösen und Abfahrt. So, da setzen sich die zwei großen Brummer auch so langsam in Bewegung. Ja, Crossrail, Schweizer Lokomotive, genauso wie die Webadresse, ein Punkt CH am Ende, passend zum Kreuz. Hinten dran Green Cargo. Mit einer ziemlich durcheinander geratenen Loknummer heute, aber okay. Hat an der Stelle den vorderen Stromabnehmer von Anfang an schon gehoben, okay. Na gut. Normalerweise hätten wir jetzt eigentlich den hinteren hochgemacht, aber wenn das so schon war, dann lassen wir es auch. Spielen wir da nicht dran rum. Am Ende stimmt dann nur noch irgendwas wieder nicht mehr. Ja, mit dem ZDS. Das machen wir nicht. Ja, der Fahrplan ist heute fiktiv. Für die Nachteburg-Randstadt-Strecke, Projekt Roter Knopf, gibt es, soweit ich weiß, noch keinen vernünftigen Ebola-Fahrplan für die Lokomotiven von Virtual Railroads. So, wir haben die Weiterfahrt mit 40 zu erwarten. Ein blinkendes grünes Signal mit ZS3V in Kombination. Und, ganz wichtig, verkürzter Bremsweg. SIFA drücken wir auch noch weg, wir sind ja schließlich wachsam. Boah. Ein langer, langer roter Zug. So muss es sein. Ich glaube, mit Crossrail an der Spitze sind wir noch nie gefahren. Ich glaube, die Ehre hat man tatsächlich mit keiner Lokomotive bisher. Wobei, nein. Einmal sind wir mit Crossrail gefahren, aber nicht als 185, sondern mit der Class 66. Eingereiht als 266. Das war auf der Strecke Hamburg-Hannover, wenn ich mich recht entsinne. Na gut, mit 40 geht's weiter, hier vorne in den Güterbahnhof rein. Dort, wo die ganzen roten Signale leuchten. Oder die ganzen Signale, die rot leuchten, leuchten. Doppelt gemoppelt. Und das sieht auch gerade nicht so aus, als hätten wir auf irgendeinem Gleis einen Fahrtauftrag. Wobei, wenn hier tatsächlich rot wäre, dann müsste uns eigentlich das Ganze vorangekündigt werden mit einem gelben Signal. Und das ist tatsächlich rot. Im Normalfall würden wir jetzt bremsen. Da wir aber im Train Simulator unterwegs sind
und wissen, dass es sicherlich eine Fehlstellung ist, betätigen wir die Tab-Taste, rufen ganz schnell und ganz fix beim Fahrdienstleiter an und der genehmigt uns die Überfahrt oder die Vorbeifahrt am haltzeigenden Signal. Da vorne ist dann das nächste Zwergsignal. Ja, nicht wundern. Wir müssen die scheinbar alle freidrücken gerade. Na gut, da vorne kommen jetzt richtige Hauptsignale, wenn ich das von hier aus schon richtig sehe. Da halten wir dann doch mal lieber an. Müssen wir auch, laut unserem fiktiven Fahrplan hier unten. Und dann schauen wir mal, wie der Zug eigentlich so bremst. Ja, Sie fahren. Wieso haben die das eigentlich Sifa genannt? Wieso nicht Horst oder Tom oder irgendeinen anderen Namen? Ne, klar, Sicherheitsfahrschaltung, daher kommt der Name. So, Luftdruckbremse ist schon in Benutzung, aber die E-Bremse möchte ich natürlich voll ausnutzen. Schön Strom sparen und zurückspeisen. Ja, genau, wenn wir fast angehalten haben, dann wird das Signal grün. Aber wir müssen laut Fahrplan so oder so hier anhalten. Und deswegen machen wir das auch. Schwuppdiwupp. Der Ladebalken unten fliegt von links nach rechts. Die E-Bremse wird schon komplett gelöst. Luftdruckbremse gehen wir ungefähr auf 0,5 bis 1 Bar. Und die kann jetzt auch in Lösestellung. Warten Sie auf die Einfahrt des entgegenkommenden Güterzuges, wenn Sie auf die Hauptstrecke wechseln. Wird vor Ihnen ein Personenzug fahren? Achten Sie auf die Signale. Danke für den Hinweis, aber auf die Signale schaue ich immer. Ja, Sifa. Und auch auf die Sifa höre ich. Das ist richtig lustig, weißt du? Du bekommst die Nachricht, achte auf die Signale, nachdem du zwei Signale vor dir hattest, die eigentlich nicht in der Stellung hätten sein dürfen, laut dem vorherigen Signal. Aber naja. Das ist wie wenn du über die Straße gehst, hast einen Kumpel bei dir, du latscht in die Hundescheiße rein, und er sagt, Achtung, da liegt Hundescheiße. Aber nachdem du reingetreten bist. Nur so als Vergleich. Auf selbe kommt es hier auch raus. 80 haben wir dann hier. Theoretisch sollte ja jetzt die Strecke frei sein. Aber dort vorne blinkt es auch schon. Wie sollte es auch anders sein? Erstmal nur 40 fahren. Der ZGL Zuglängenmesser sagt uns dann schon schön Bescheid. Wenn wir losrasen dürfen. Wieder ein ZS3V auf 80. Ja, der Gleismagnet hat auch gefehlt. Daher keine Beeinflussung. Es macht ein Wup Wup. Und wir dürfen theoretisch 80 fahren. Wenn da nicht das Signal vor uns wäre, was Halt ankündigt. Na gut. Aber genau sowas liebe ich ja. Stop and go. Wirklich, es macht am meisten Spaß, im Stop and go zu fahren. Und das ist jetzt auch nicht ironisch gemeint oder irgendwas. Ich liebe das wirklich, weil man hat einfach Action im Führerstand. Man muss seine Qualitäten unter Beweis stellen. Das ist doch viel angenehmer. Also angenehmer nicht, aber aufregender, schöner. Man hat einfach mehr Spaß während der Fahrt. Oh, dieses knallige Rot, wenn die Sonne drauf scheint.
Da vorne kommt der 500er. Ja, wir sind schon unter 35. Okay, kein 500er für uns heute. Also schon, aber nicht aktiv. Dann beschleunigen wir bis auf 40 vorerst. Verkürzter Signalabstand? Nein, auch nicht. Dann können wir uns befreien. Und dann werden wir auch schneller. Also nochmal kurz als Hinweis, im Normalfall hinterer Stromabnehmer. Wobei diese Regelung auch von Eisenbahnverkehrsunternehmen zu Eisenbahnverkehrsunternehmen wechselt oder anders sein kann. ...120 dann theoretisch hier. Und wieder verkürzter Bremsweg. Signal scheint wieder grün geworden zu sein. Es ist auch sehr schön. Jo. Dann lunzen wir mal ganz kurz vor. Hier ist ein Hauptsignal, dann können wir wieder Höchstgeschwindigkeit anpeilen. Jetzt erstmal beachten, Höchstgeschwindigkeit Vmax 70 wegen des blinkenden PZB 70 Leuchtmelders und der aktiven 1000 Hz Beeinflussung. So, jetzt können wir uns theoretisch befreien. Und das machen wir auch. Ja, Zugbeeinflussung. Eigentlich müsste es heißen Zugbefreiung in dem Fall. Ja, Störungen. Ist klar. Hä? Deutsche Bahn ist doch hinten dran. Wir fahren heute Crossrail. Wieso kommt da Störung? Ja, alles für dich. Für deine Sandkiste. Da hätte ich, glaube ich, als Kind gefeiert, wenn ich so viel Sand zur Verfügung gehabt hätte. Viele Burgen und Schlösser man damit bauen kann. Na gut, ganz ehrlich. Ich würde sagen zwei. Zwei richtige Burgen. Bei der Menge hinten dran. Und da kommt ein grünes Vorsignal. Super duper. Ah, was haben wir hier? Auf 80. Ne, 90. Na komm, lass uns Glück haben mit dem GPA. Ja, haben wir auch. Super. Ja, lass uns nochmal ganz kurz dahin zurückspringen. Zack. Wo kamen die 90? An der Stelle mal ganz kurz pausiert. Ja, ganz kurz zu der Stelle hier. Wir haben hier mehrere PZB-Gleismagneten, die mehr oder weniger wie eine Art Prüfabschnitt auch funktionieren. Der erste Gleismagnet hier vorne registriert quasi, okay, hier kommt ein Fahrzeug. Dann läuft quasi ein Counter runter. Und in dem Moment, wo das Fahrzeug hier diesen Gleismagnet passiert, hat quasi
ja, im Hintergrund ein System die Zeit und Geschwindigkeit ausgerechnet, die eben das Fahrzeug benötigt hat, um diese Gleismagnete zu passieren. Und je nachdem, ob bei dieser Geschwindigkeit eine Beeinflussung erforderlich ist oder nicht, wird dann hier hinten dieser Gleismagnet, ja, an das Fahrzeug die entsprechenden Befehle senden. Wenn nämlich das Fahrzeug schon, ich sag mal, bei 100 oder so ist, wie das gerade bei uns der Fall war, dann muss hier nämlich nicht unbedingt eine Beeinflussung im Fahrzeug ausgeführt werden oder angezeigt werden, so dass quasi bei unserem Zug jetzt, der ist ja ziemlich schwer, wirklich. Hinten dran, lauter Güterwagen, voll beladen mit Sand, fährt sowieso nicht so schnell, der braucht hier keine Beeinflussung kriegen, so dass er auf unter 70 runterbremsen muss, das wäre sinnfrei, und dann wieder auf 90 beschleunigt. Das ist so der Hintergrund, wieso man diese, ja, Geschwindigkeitsprüfabschnitte, gut, ist es jetzt in dem Fall nicht so richtig, also schon irgendwie, aber ja, wieso man halt der PZB90 so ein intelligentes System verpasst hat. Aber stell dir das Ganze einfach mal bei einem wirklich richtig schweren Erzbombe vor, der meinetwegen 4500 Tonnen auf die Waage bringt, und wenn du mit dem 90 fährst und du hast eine Abbremsung auf, oder nehmen wir dasselbe Beispiel, du fährst mit dem 100, angenommen das wäre möglich mit dem, ja, es kommt eine Beeinflussung auf 90 in einem Streckenabschnitt, wo du zuvor 130 fahren durftest. So, und das System erkennt, okay, es sind 90, die hier gefahren werden sollen. Dann keine Beeinflussung, weil du bist nur 10 km pro Stunde davon entfernt. Also kein Problem, Zug bremst die 10 km runter, muss nicht unter die 70 oder im schlimmsten Fall in der unteren Zugart auf die 55 und dann wieder beschleunigen. Das wäre sowas von sinnfrei. Daher diese Prüfabschnitte. So, genug Bahntechnik. Wir fahren weiter wie gewohnt. Und das gleich wieder ein bisschen schneller. Ich hasse es eigentlich, dass man hier dieses F3 oder F4-Menü einblenden kann. Ich fände das so geil, wenn es für jede Strecke so einen Fahrplan gäbe. Und man einfach sagen könnte, okay, hier darfst du so und so schnell fahren. Der und der Bahnhof kommt dort. Weil hier unten, ja, das ist wie Mogeln. Man sieht jedes Mal, welche Geschwindigkeit kommt hier auf einen zu. Wann kommt ein Signal? Das möchte ich ja eigentlich nicht sehen. Also ich zumindest. Ich möchte nur wissen, wo ist der Bahnhof, an welchem Streckenkilometer, und möchte dann entsprechend beschleunigen. Oder halt abbremsen. Je nachdem, ob ich die Fahrgäste mitnehmen möchte oder nicht. Oh, 160. Wie fantastisch wäre das, wenn wir es ausfahren könnten. Aber für uns reichen 100 km pro Stunde aus. Ich weiß nicht mehr, ob das bei dem Bahnhof zulässig ist. Wir fahren Fallens. Wir müssten 100 auch aushalten in dem Zustand. War halt auch vom Szenario jetzt nichts vorgesagt. Die 143er aus dem Köpelitzer Bergland. Oh, schön, was hängen da für Wagen dran? Ganz kurz, ich muss mogeln. Es sind OMM. OMM 52. Einen neuen Fahrrad gibt's auch für uns. Ja, Störung. Wir fahren Bahn. Störung liegt an der Tagesordnung. Fahrmotorenübersicht. Wobei ich mir da an der Stelle gar nicht so sicher bin, in Doppeltraktion müssen die ja eigentlich die anderen oder die andere Lokomotive mit hinten anzeigen. Gerade in dem Fall. Also genau nochmal 185 dahinter. Die können ja auch mehrfach traktioniert werden. Fünfzehn Komma sechs.
Ja, die E-Bremse greift schon. Okay. Wir sind doch noch gar nicht bei 100. Nee, nee, lass mal rollen. So. 99. 98, na, wird wieder langsam, okay. Ja, ob 1 km/h mehr oder weniger, das macht wirklich keinen Unterschied. Klar, rechnere schon. Jetzt kommt wieder das Mathe-Ass. Das schreibt uns gleich die Meter unten drunter, wie viel Meter wir doch eingespart hätten auf die und die Zeit. Oder besser gesagt, wie viele Sekunden. Nee, Spandau. Ich habe schon Spandau gerade gelesen. Aber wenn, dann wäre es auch Bad Spandau, beziehungsweise Bad Spandau ist es. Oh, oh, ich sehe was, was du nicht siehst. Okay, du siehst es. Es ist ein ICE-1. Sexy. Signal ist grün. Und die doppelte Kreuzungsweiche zeigt geradeaus. Sonst hätten wir wahrscheinlich auch ein Problem gehabt bei 100 km pro Stunde. Der Bahnhof ist schick designt. Spendau sind wir jetzt. Erdal. Ah ne, Erdal. Erdal. Für die Schubpflege. Jo. Und immer schön nach vorne gucken, ne? Denn dort leuchtet schon Ankündigung für HP0. Wir sind wachsam. Ganz wachsam. Und wir müssen stärker runterbremsen. Komm, E-Bremse voll rein. Zeig mir, was du kannst. Und auf Druckbremse brauchen wir auch ein bisschen mehr Power. Noch ein bisschen mehr. So viel dann doch nicht. Ich sag's immer so, lieber ein bisschen zu stark bremsen als zu wenig. Uff. Komm, Bremse, Bremse. Richtig ein Lichterbaum hier vorne, der angeht. Ja, Luftdruckbremse muss da sein, sonst ist es gegen das Regelwerk. Nur E-Bremse geht nicht. Also geht schon, darf aber nicht. Wenn wir schon wissen, dass wir was falsch machen, dann... Doch bitte nicht absichtlich. Ja, wir lassen den Zug auch ein bisschen rollen. Denn wenn wir anhalten, müssten wir... Na gut, wir sind aus dem Bahnhofsbereich raus, aber trotzdem. Muss nicht sein. Müssten wir entweder neu anfahren oder im Bahnhofsbereich müssten wir sogar zwingenderweise beim Fahrdienstleiter die Genehmigung einholen. Weiter aufzurücken, wenn wir der Meinung sind, wir haben zu weit hinten gehalten. Aber so schleichen wir lieber ganz langsam bis auf das HP0 zeigende Signal zu. Jo, 20,4. Störung. Boah, Leute, wir rollen 2 km/h und es kommt Störung. Was passiert denn bei 200? Gut, die Lokomotive fliegt wahrscheinlich bei 200 auseinander. Nee, das nicht, aber für 200 ist sie nicht zugelassen. Aber ich finde es wirklich schön, dass man auch einfach mal von dem Signal hier, ja, stehen muss. Mich würde jetzt nur interessieren, ob das ein Fehler ist oder ob es geplant ist.
Das macht natürlich Sinn, weil eine Regionalbahn angeblich vor uns ist. Die jetzt aber auch irgendwie schon abgefahren ist und nicht mehr in diesem Bereich steht und das nächste Signal ist grün. Also rufen wir beim Fahrdienstleiter an. Genehmigung zum Überfahren des haltzeigenden Signals erteilt. Oh. Und nicht mal ein blinkendes weißes Lichtchen. Schade. Dann heißt es für uns, Bremse lösen. Leistung aufschalten. Und ganz wichtig, PZB-Befehl 40 drücken. Ansonsten stehen wir ganz schnell wieder. Das ist der kleine hübsche Knopf hier. Dann fängt die Lokomotive auch an, mit dir zu reden. Dann wird es freundlich hier im Führerstand. Ich würde jetzt nicht behaupten, dass ein Gespräch entsteht. Weil die Lokomotive sagt immer und immer wieder dasselbe. Aber da merkt man wieder, sie kann reden. Es lebt. So, wir machen das jetzt einmal im Simulator so, dass wir ein bisschen cheaten. Machen wir in Reality nicht. Können wir in Reality auch gar nicht machen. Wir fliegen nach vorne, das Vorsignal sagt freie Fahrt erwarten. Wir gucken nochmal schnell ins Hauptsignal. Und das sagt auch freie Fahrt. Und deswegen beschleunigen wir ausnahmsweise auf Höchstgeschwindigkeit. Wie gesagt, machen wir in echt nicht. Genau, 120 darf hier gefahren werden oder 140 sogar. Und wir beschleunigen auf unsere 100. Zeigt mir, was er könnt. Ach, die Lok schaltet nur bis 50 Kilometer auf, okay. Ja, sie war. Bin doch wach, bin doch wach. Ein bisschen durch den Fahrplan durchblättern. Oh, die herbstliche Stimmung hier ist gerade richtig schön. Die Bäume färben sich in den unterschiedlichen Farben. Die Signale leuchten auch mal grün, mal gelb, mal rot. Passt heute auch. Wie die Blätter. Schöne Abwechslung, schöne Kombination. Aber ziemlich schnell wieder auf Fahrt. Klar, mit zwei Biestern vorne dran. Kein Wunder. Gefahren werden. Es zieht sich wahrscheinlich auch größtenteils durch bis Randstadt. Gut, hier vorne kommen jetzt nochmal 100, aber das ist ja wieder für uns keine Einschränkung. Oh, von außen sehen die so schön aus. Versteht mich nicht falsch, von innen auch, aber Farbe bei den Loks echt perfekt aufeinander abgestimmt. Es sollte in beiden Fällen verkehrsrot sein. Wobei ich mir jede Wette eingehen würde, dass Crossrail einen ganz kleinen Farbton dunkler die Lok lackiert hat. Okay, 100. Bedarf keiner Bestätigung. Boah, sieht das krass aus. Einfach nur geil.
So, und dann wieder mal für uns. Runterbremsen auf 60. Und ja, die E-Bremse darf durchgezogen werden. Weil wir die Frage auch schon ein bisschen öfters hatten. Luftdruckbremse wird gelöst und die E-Bremse macht dann noch den Rest. Meine Güte. Was läuft bei den Maschinen nur nicht richtig? Auf Störungssuche sind wir heute. So, den Knüppel wieder nach vorne hauen. Dann geht's mit 60 weiter. Die Tante Sifa nochmal wegdrücken, wobei in dem Fall ist es ein Onkel. Signal zeigt scheinbar auch freie Fahrt. Läuft alles wie am Schnürchen. Und wir können gleich wieder beschleunigen. Das ist perfekt heute. Perfekt. Ja, sie fahr. Volle Leistung. 185 kN. Passend zur Lokomotivbaureihe. Schon wieder. Gut, gut. Und sie fahren mal wegdrücken. Jetzt geht's den Berg sogar hoch. Der Streckenabschnitt ist auch für mich jetzt neu. Ich merke, jetzt wird's wieder schön flach. Dann können wir genau ganz entspannt durchfahren. So, nächster Ort. Wullendorf. Alles grün. Freie, freie Fahrt. Oh,
Und Langsamfahrt angekündigt. Leistung raus. Bremse rein. E-Bremse durchziehen. Verkürzte Signalabstand. Bremse stärker reinkloppen, SIFA wegdrücken. E-Bremse ist durchgezogen. Wir müssen auf 60 runter. Das schaffen wir ohne Probleme. Okay. Ja, SIFA, nochmal schnell wegdrücken. Das sind immer die interessantesten Momente. Wenn du wirklich mehrere Sachen auf einmal machen musst. So, 60. Wunderschöne Signalbauform. Und mit den 60 geht's auch gleich wieder aus dem Gleis hier raus. Supi. Ja, ich bin doch da. So, 140. Das passt und wir können auch sowieso schnell wieder fahren, weil wir aus dem weichen Bereich raus sind. Und dann geht's für uns auf 100. Auf der Brücke extra nochmal die andere Soundkulisse. Wurde auch mit eingearbeitet. Dann natürlich oben der Funkenflug. Am Strom auch immer richtig geil gemacht. Dann geht's hier über eine riesengroße und wunderschöne Brücke. Oh, ist das nicht fantastisch. Wenn es jetzt noch Sommer wäre und alles hier grün. Ich glaube, dann würde ich aber auch vor Schönheit hier auf dieser Strecke umfallen. So, dürfen wir wieder reinbremsen. Ich weiß noch nicht, wie stark. Aber wir dürfen runterbremsen. Genau, auf 60 mal wieder. Na komm, ein bisschen mehr. So, ist gut. Luftdruckbremse kann schon ausgelöst werden. Und die E-Bremse lassen wir langsam kommen. SIFA wegdrücken. Und dann rollen wir. Zack. Boah, was ist denn das für ein Knastbahnsteig? Was sind denn das für hohe Gitter? Meine Güte. Ach, dann gibt's hier wahrscheinlich irgendwo einen Gleisanschluss, okay.
Oder über eine Weichenverbindung eher. Das passt mir. Bei Gleisanschluss würde ja bedeuten, irgendwo ist ein Halt. Wäre nicht so gut. Das sieht schon nach Güterbahnhof irgendwie aus. Aber ist das die Strecke nach Nachteburg? Oder nach Randstadt? Sieht irgendwie anders aus. LZB? Okay. Jetzt wird's komisch. Jetzt wird's echt interessant. LZB an. Okay, auf der Strecke. So, 100 darf auch gefahren werden. Dann drücken wir mal die volle Leistung rein. Signal ist grün. Boah, das sind unglaubliche Bilder. So, Signal war scheinbar auch grün. Und dann rollen wir weiter, ganz entspannt bis zum Ziel. Wenn da nicht diese Langsamfahrstellen wären. So, wir sind in der LZB-Überwachung. Ja, es geht leider nicht nur auf 40, nicht nur auf 60. Sondern auf 40 runter. Sind wir sogar ein bisschen zu langsam. Aber das geht hier jetzt einen Berg runter, dann rollt der Zug automatisch wieder und wird schneller. Die 40 stehen oben dran. Und die AFB sollte ja auch, falls wir zu schnell werden, dann mit der E-Bremse erst reinbremsen. Und gegebenenfalls dann noch mit der anderen. Geringfügig wird der Zug auch schneller, aber da müssen wir ein bisschen nachhelfen. Beziehungsweise ich habe jetzt gar nicht geschaut, ob er wirklich schneller wird. Ich habe nur gesehen, da verändert sich was. Da kommt die andere Strecke dann aus dem Tunnel. Ich finde das ja auch an der Strecke Nachteburg-Randstadt so geil. Hier gibt es so viele verschiedene Fahrwege. Wenn man sich mal hier die Karte anguckt,
Also, wo man hier alles lang fahren kann, ist ja auch wirklich riesig. Und dafür, dass es Freeware ist, echt klasse. So, da vorne geht es nochmal über eine Brücke drüber. Und dann kommen, glaube ich, wieder die ersten gelben Signale. Da wird es dann wieder spannend. Ach, wir haben nur noch 2 Kilometer. Dann müssen wir schon leider anhalten. Dann sind wir bereits am Ziel. Aber dann müsste doch irgendwo auch gleich noch der LZB-Austritt kommen. Na, da müssen wir ein bisschen aufpassen noch. Da wird gleich der Leuchtmelder aufblinken. Also LZB-Ende. Oder er drückt uns ungewollt wieder eine Zwangse rein. Die Möglichkeit gibt's auch noch. Das ist die Frage. Theoretisch müsste es Signal gelb sein. Rot dürfte es in unserem Gleis nicht sein. Ja, wir kriegen auch das Gelbe vorgesetzt. Klingt wie noch was zu essen. Und dann ist es auch schon unser Bestimmungsgleis. Dann sind wir schon angekommen. Ja, ich hoffe, dir hat die Fahrt gefallen. Am besten genauso wie mir. Dann würde ich mich nämlich sehr darüber freuen, wenn du dem Video ein Däumchen nach oben gibst, den Kanal abonnierst, insofern dir Eisenbahnfahrten gefallen und überhaupt das Thema Eisenbahn was für dich ist. Wir bleiben scheinbar im LZB-Abschnitt, okay. Auch wenn hier irgendwie gar kein LZB mehr liegt. Aber okay, auch kein Problem. Ja. Genau, wenn es dir gefällt, Däumchen nach oben. Wenn du was anzumerken hast, schreib es in das Video. Ich lese es mir auf jeden Fall durch. Und jo. Ich freue mich auf deine Meinung. Da schlängeln wir uns durch die weichen Verbindungen. Vorne haben wir dann Rot. Die letzten 450 Meter. Ja, die Siva kommt natürlich auch nochmal. 500 Hertz Gleismagneten haben wir auch nicht. Okay. Können wir entspannt weiterrollen. Ohne großartige Probleme. Na gut, die LZB-Überwachung ist ja auch noch komischerweise aktiv. Deswegen an der Stelle überhaupt kein Problem. Dann würde ich mal sagen, legen wir die Bremsstellung 2 oder 1B gleich ein. Und dann hält der Zug ganz entspannt an. Ich bedanke mich fürs Mitfahren. Würde mich sehr darüber freuen, wenn wir uns im nächsten Video wiedersehen und sage und wünsche allseits eine gute Fahrt. Bis zum nächsten Mal. Dein Think New Fly New.